sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Ich möchte heute zunächst einmal nicht direkt auf mein Kerngebiet eingehen, das heißt die Bindung, die Erfahrung, die ich habe mit dem Suizid seit 30 Jahren Akutpsychiatrie, sondern ich möchte auch noch mal zurückblenden und das an das anknüpfen, was Herr Böhler heute früh gesagt hat. Das heißt, ich möchte auf die geistigen Hintergründe der aktuellen Entwicklung in Sachen Sterbehilfe eingehen. Das Urteil im Februar diesen Jahres vom Bundesverfassungsgericht hat eingeschlagen wie eine Bombe. Viele haben es noch gar nicht mitgekriegt, wie stark damit die ganze Rechtstradition und Rechtsarchitektur in Deutschland mit einem Schlag verändert wird. Und ich glaube, wir kommen nicht darum herum, wenn wir über dieses Thema reden, auch da hineinzublenden. Ja, die Menschenrechte. Die Menschenrechtserklärung von 1948 war natürlich auch schon ein Kompromiss. Es gab natürlich damals auch in der UNO ganz verschiedene Strömungen, so wie das auch Herr Böhr heute für den Parlamentarische Versammlung gesagt hat. Aber man hat sich geeinigt auf einen Wortlaut und der hat ganz gewichtige Sätze, was so die Grundlagen der Menschenrechte anbelangt. Und zwar werden hier die Menschenrechte eingebettet gesehen in eine gewisse Vorstellung von der Natur des Menschen und vom Gemeinwohl. Beides bedingt sich gegenseitig. Ja. Die Natur des Menschen ist, wenn man die auf die achtet, dient das dem Gemeinwohl. Und dem Gemeinwohl ist nur gedient, wenn man auf die Natur des Menschen achtet. Ja, hier gibt es, habe ich jetzt drei Sätze herausgegriffen, die das verdeutlichen sollen. Und? Anerkennung der, manchmal darf ich mir das mal so rausnehmen. Ah ja, es geht um die Anerkennung der angeborenen gleichen Würde aller Menschen. Ja, das heißt, die Würde des Menschen ist nicht gekoppelt an Funktionen der Subjektivität. Sprich Selbstbestimmung, freier Wille, sondern sie ist die Grundlage für Selbstbestimmung und freier Wille und deshalb ist der Mensch als solches hat angeborene Würde. Familie als natürliche Grundeinheit der Gesellschaft mit Anspruch auf Schutz. Das heißt, Menschenrechte fügen sich ein in das, was für das Wohl der Gesellschaft und die Familie ist nun mal die Grundlage der Gesellschaft. Die Familie, die natürliche Familie, Vater, Mutter, Kind, auf der ruht die Gesellschaft, auf der ruht auch die Zukunft einer Gesellschaft und davon hängt und von der Gesundheit der Familie, von wie es der Familie geht, davon hängt eben auch die Gesundheit der Gesellschaft ab, bis hin natürlich zu wirtschaftlichen Gesichtspunkten, Leistungsgesichtspunkten des Individuen und so weiter. Solidarität innerhalb der Gesellschaft, alles spielt eine Rolle, wird in der Familie gelernt. Dritter Punkt, Beschränkungen der rede ich zu laut hier durch irgendwie? Oder geht das so? Ja. Beschränkungen der Freiheit nur zum Zwecke der gerechten Anforderungen der Moral und des Allgemeinwohls. Das heißt, es ist nichts unbegrenzt, die Menschenrechte sind nichts einfach schlechthin unbegrenzt, sondern sie dürfen Grenzen finden. Und zwar nicht nur, wie das heute gesehen wird, Grenze, an dem, dass ich jetzt unmittelbar jemand anders schädige, ich darf alles tun, nur ich darf nicht unmittelbar jemand anders schädigen, sondern sehr wohl Grenzen an einer allgemeinen
Anforderung der Moral, also einen gewissen moralischen Konsens, der in der Gesellschaft herrscht, und auch Grenzen am Allgemeinwohl. Ja? Also es geht auch um das Allgemeinwohl. Deshalb haben die Menschenrechte auch zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist sozusagen ein offensiver Teil, wenn man so will. Da geht es um Rechte, bei denen der Staat und die Gesellschaft dafür Verantwortung hat, dem wirklich dafür zur Sorge zu tragen, dass dem auch Raum gegeben wird. Ne? Wie zum Beispiel die Meinungsfreiheit oder die Freiheit zu heiraten, dem muss Raum gegeben werden. Ja, da gibt es eine aktive Pflicht des Staates. Und es gibt sozusagen, man könnte sagen, nur defensive Menschenrechte. Da geht es um die Privatsphäre. Da gibt es das Recht, dass man in Ruhe gelassen wird, dass man, dass der Staat sich nicht einfach einmischt. Und da gibt es kein aktives, kein Recht auf eine Etablierung sozusagen. Und das ist ganz wichtig, das zu unterscheiden. Übrigens, die jetzt mitschreiben, man kann bei mir auch die Folien gerne anfordern. Ich verschicke sie dann auch verpackt in PDF. Ich greife jetzt aus der deutschen Tradition, der deutschen Rechtsprechung, eines der letzten Urteile des Bundesverfassungsgerichtes heraus, in diesem Fall ein Urteil nach der Liberalisierung der Abtreibung, das sich genau an diese Denkweise anknüpft. Von 1993, BVG zum Schwangerschaftsabbruch. Das Grundgesetz verpflichtet den Staat, menschliches Leben zu schützen und sich schützend und fördernd vor dieses, in diesem Fall das Ungeborene, zu stellen. Menschliches Leben an sich, das ungeborene Leben ist ein Leben, menschliches Leben an sich. Menschenwürde kommt schon dem ungeborenen menschlichen Leben zu, nicht erst dem menschlichen Leben bei ausgebildeter Personalität. Die Würde des Menschen liegt im Dasein um seiner selbst willen. Das, was Herr Böhr heute auch herausgearbeitet hat im Zusammenhang mit Kant. Jetzt machen wir einen direkten Sprung zur geschäftsmäßigen Förderung Selbsttötung, Verbot, Paragraph 217, der jetzt gekippt wurde im Februar diesen Jahres. Da ging es darum, dass man Grenzen setzen wollte einer geschäftsmäßigen, es ging darum, dass auch vom Ausland Vereine reinkamen, die hier direkt Suizidbeihilfe getätigt haben. Man wollte auch Vereinen bei uns Grenzen setzen, wie humanes Sterben und so weiter, die eigentlich davon leben, Menschen beim Suizid direkt zu unterstützen. Und hier haben wir das genau, während der Absicht, selbst wie eines anderes fördert und so weiter, die wird bestraft, geschäftsmäßig wird bestraft. Und Paragraph 8 Satz 2 lautet, dass straffrei bleibt, wer nicht geschäftsmäßig handelt und ein Nahangehöriger oder eine nahestehende Person ist. Das heißt, hier wird ganz klar deponiert, der Suizid, die Auslöschung des eigenen Lebens, ist nicht sozusagen ein positives Recht, das sozusagen öffentlich etabliert werden soll, sondern es handelt sich um ein defensives Recht. Das heißt, der Staat hat nicht das Recht, sozusagen dem Menschen hinterher zu stiefeln und das bis ins Letzte irgendwie zu verhindern, dass er sich das Leben nimmt. Man hat damals noch die Angehörigen, die nahestehende Personen mit hineingepackt in diese Straffreiheit. Darüber lässt sich streiten. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass es viele Menschen, also viele Patienten von mir entlastet, wenn man diese Möglichkeit des privaten Suizids wirklich auch
anspricht. Ne? Es gibt ja Menschen, die wirklich in einer schweren, was weiß ich, einer Psychose sind, in einer schweren Depression sind, in einer schweren Lebenskrise, die man dann verhindert am Suizid, die man gegebenenfalls sogar in einen geschützten Bereich aufnimmt in der Psychiatrie. Und bei den allermeisten geht der Suizidwunsch dann weg mit dem Abflauen der Krise, mit dem Abklingen der Depression. Aber es gibt natürlich auch die Patienten, die deren Persönlichkeitsstruktur, deren persönlichen Probleme, man spricht auch von schweren Persönlichkeitsstörungen, so ausgeprägt sind oder deren soziales Netz so zerbrochen ist, die so verletzt sind, dass sie irgendwie schon mit ihrem Leben abgeschlossen haben und die man auch rein juristisch gar nicht einfach festhalten kann, auch gar nicht festhalten will, die einen Anspruch haben darauf, dass sie draußen wieder eigentlich normal leben können. Und da ist es so, dass man natürlich alles tut, um einen Draht zu ihnen zu finden, um Unterstützung zu geben, viel Kontakt zu halten. Aber wenn die dann zeitweilig tatsächlich auch untergebracht sind gegen ihren Willen, dann im Gespräch sage ich denen, hört sie her, sie brauchen keine Angst zu haben. Wir können ihren Suizid nicht auf Dauer verhindern. Sie haben natürlich längerfristig die Möglichkeit und auch die Freiheit, sich das Leben zu nehmen, auch wenn wir das nicht wollen, auch wenn wir alles tun werden, auch weiterhin, wenn wir daran glauben, dass ihr Leben auch eine andere Wendung kriegen kann und wir weiter Kontakt zu ihnen haben wollen. Aber das entlastet enorm. Das kann auch sozusagen sogar vom Suizid, von dem Ausführung des Suizids entlasten und abhalten. Ja, dann kommt noch der Paragraph 16, den gab es schon vorher. Da geht es um das Tötung auf Verlangen, das auch strafbar ist. 6 Monate bis 5 Jahre, auch der Versuch ist strafbar, das hängt eng miteinander zusammen. Nun ist es so, dass im Zuge des Verfahrens vor dem Verfassungsgericht mit dem jetzigen Urteil vom Februar auch der Bundestag angefragt wurde, Stellung zu nehmen zu diesem Paragraph 217. Und diese Stellungnahme wird vollständig referiert im Urteil selbst, kann man selber nachlesen. Und es ist eindrucksvoll, wie der Bundestag, die Rechtsabteilung des Bundestags sozusagen auf einem gewissen Konsens aller Parteien beruht oder der meisten Parteien beruht, hier Stellung bezogen hat und sich eben die Rechtstradition eben der Bundesrepublik Deutschland damit stellt. Deshalb ist es wichtig, das sich auch zur Kenntnis zu nehmen. Die Akzeptanz der Selbstbestimmung ist kein Leistungs-, sondern ein Abwehrrecht. Das ist genau das, was ich vorhin angesprochen habe. Ja, Selbstbestimmung in Bezug auf die Selbsttötung ist nicht ein Bereich, der ermöglicht werden muss von der Gesellschaft und vom Staat, sondern ein Abwehrrecht gegen Einmischung in die Privatsphäre. Die Schutzpflicht des Staates zugunsten jedes Menschenlebens betrifft das Schutzgut des Menschenlebens als solches. Ja, es gibt ein öffentliches Interesse daran, dass das Leben als solches geschützt ist. Das ist auch Gemeinwohl. Angesichts der besonderen Vulnerabilität der Betroffenen besteht die Gefahr einer Autonomie- und integritätsrelevanten Fremdbestimmung. Eine freie Entscheidung darf nicht ohne weiteres unterstellt werden. Völlig klar. Sind sich eigentlich Psychiater in ganz Deutschland klar, dass man da nicht einfach einen freien Willen unterstellen kann. Ja, und zwar eben nicht nur bei den Kernerkrankungen. Nicht nur bei dem, wo der Richter kommt und sagt, ja, es besteht keine Geschäftsfähigkeit mehr, es besteht akute Selbst- und Fremdgefährdung, der ist nicht mehr Herr seines Willens. Nein, auch bei den anderen Patienten wird das so gesehen. Und das geht tief in das normale Leben hinein, von uns allen. Das Verbot geschäftsmäßiger Suizidförderung dient über die individuelle Ebene hinaus der allgemeinen Suizidprävention, indem es die Achtung vor dem Leben als Leitbild postuliert. Das ist Gemeinwohl. Dabei handelt es sich um verfassungsrechtlich legitime Ziele. Zur Umsetzung des Artikels 2.2 resultierende Schutzpflicht. Das Leben ist zu schützen. Das erfordert auch eine gewisse Stimmungslage in der Gesellschaft. Es erfordert auch
ja, einen gewissen Zaun um das menschliche Leben. Die Verfügbarkeit einer Suizidhilfe als reguläre Behandlungsoption, gegenüber der besonders schutzbedürftigen Gruppe kranker und sterbender Menschen löst Druck aus, der in einer Kontrollverlust münden kann. Ja. Wir haben ganz viele Druckfaktoren, viele von Ihnen kennen diese ganze Argumentation schon, Druckfaktoren ökonomischer Art, Druckfaktoren in Bezug auf das Erbe, Druckfaktoren in Bezug auf verschiedene menschliche Ressourcen, die man in Anspruch nimmt. Diese Druckfaktoren lasten jetzt auf dem Individuum. Die Gesellschaft und der Staat hält nicht mehr per Gesetz sozusagen das Individuum frei davon, sich vor sich selbst und anderen rechtfertigen zu müssen, warum man noch lebt. Sondern plötzlich kommt man in eine gewisse, oder kann man in eine gewisse Bringschuld kommen, wenn man sich nicht töten lässt oder nicht die Suizidhilfe in Anspruch nimmt. Es besteht eine plausible empirische Grundlage für die Annahme, dass ein Suizidwunsch in den meisten Fällen nicht Ausdruck freiheitlicher und wohlüberlegter Selbstbestimmung ist. Okay, das ist klar. Dann haben wir einen ganz wichtigen Satz. Also alle Achtung vor diesem Rechtsausschuss, was da für Leute noch drin sitzen vielleicht. Ein gesetzlich geregeltes Suizidhilfeverfahren wird abgelehnt, da der Gesetzgeber nicht positiv festlegen kann, unter welchen Voraussetzungen eine autonome Entscheidung zu einer Selbsttötung gegeben ist. Professor Böhr auch heute angesprochen. Wir haben wir überhaupt eine Position, von der aus wir sagen können, dass diese Entscheidung autonom ist? Sind wir der liebe Gott? Ja? Der Staat hat das nicht. Ja? Weil das menschliche Leben ist kontextabhängig. Und die Entscheidungen, die Sichtweise aufs Leben sind kontextabhängig. Das ist Teil unserer Natur, unserer Begrenztheit, unserer Kreatürlichkeit. Und das ist hier so sehr gut auch ausgedrückt. Eine positive gesetzliche Regulierung der Suizidhilfe würde zu einer Normalisierungstendenz. Ja? Das heißt, es kann eine Maschinerie eingerichtet werden, Altenheim. Ja? Suizidwunsch, aha. Und jetzt kommt nicht die Maschinerie, welche Hilfe können wir da anbringen, was können wir tun, sondern Suizidwunsch, aha, jetzt kommt Prüfung des freien Willens, die Maschine läuft einfach, ja, es ist Normalisierungstendenz. Hier, und dann wird auf den StGB § 2 Absatz 2 eingegangen, übermäßige Beeinträchtigung suizidhilfe Personen wird vermieden durch beschränkten Anwendungsbereich. Man sagt, ja, es ist ja eh erlaubt, es ist ja eh möglich, auch mit engsten Angehörigen und so weiter. Und dann kommt, würde die Legitimität, jetzt ein ganz wichtiger Satz, würde die Legitimität dieser Anliegen im Kontext § 217 StGB nicht anerkannt, ließe sich das Verbot der Tötung auf Verlangen nicht aufrechterhalten, ohne sich dem Vorwurf legislatorischer Inkohärenz auszusetzen. Das heißt, ganz einfach, wenn das mal als positives Recht etabliert ist, dann wird derjenige, der keine zwei Hände hat, sagen, wieso darf der zwei Hände hat, sich umbringen und ich darf es nicht. Das heißt, es ist, ich habe auch noch mit Juristen geredet, jetzt im Vorfeld, sind sich alle einig, § 216 wird fallen. Nochmal zum geistigen Hintergrund dieses Verständnisses von Menschenrechten. Der Mensch wird als eine kreatürliche Person gesehen, mit Potentialität. Ja. Kreatürlich heißt eingebettet in seine Natur. Seine Subjektivität ist etwas, was in einem gewissen relativen Bezug steht zu der Natur, zu seinem Dasein. Das Dasein ist uns gegeben, wir eignen es uns an. Ja. Vorgegebene Würde ist vorgegeben Gemeinschaftsbezogenheit. Von Anfang an Gemeinschaftsbezogenheit. Das heißt, Aneignung ist aus einer Bindung heraus. Ja? Ich bekomme es geschenkt, das Leben. Ich bin gebunden an die Eltern. Ich empfange hier das Leben. Ich wachse hinein zur Selbstbestimmung. Und dann im hohen Alter gebe ich wieder ab an die Gemeinschaft, an die Bindung. Lasse das wieder los. Ein Wechselspiel von Anfang an zwischen dem Kontext der menschlichen Gemeinschaft.
besteht ja ein Gleichgewicht zwischen Individuum und Gemeinwohl. Ja, ein Abstand zu Individualismus und Kollektivismus. Das hängt eng miteinander zusammen, das könnte man länger drüber reden. Der krasse Individualismus und der Kollektivismus hängen eng miteinander zusammen, das ist ganz wichtig. Wenn wir als reine Subjekte betrachtet werden, ohne Sicht auf unsere menschliche Natur, auf unser Geschlecht, auf unsere Herkunft, auf unsere Tradition, auf unsere Religion, auf das, was uns prägt, wenn wir sozusagen entkleidet werden, bloßgestellt werden im Namen der Selbstbestimmung, im Namen der Autonomie, ja, dann kommt das Subjekt scheinbar ganz groß raus. Das Gegenteil ist der Fall. Der Einzelne hat gar keinen Außenbezug mehr gegenüber der Gesellschaft. Gar keinen Außenbezug mehr gegenüber dem, was der Staat macht. Wie sollte er haben? Weil der Außenbezug ist ja das, worauf ich ruhe. Ich kann das verdeutlichen. Ja, das heißt, wer dann bestimmt, ist dann sozusagen der Staat oder die Gesellschaft. Der bin ich ausgeliefert, manipulierbar. Also der Umschlag zwischen Individualismus und Kollektivismus, ganz eng. Ja. Wenn ich nur ein Beispiel nenne, das ich beobachtet habe, wenn ich mit Polen rede. Die Polen waren 40 Jahre unter kommunistischer Herrschaft, aber sie waren sehr stark katholisch und auch während dieser Herrschaft wurde sogar noch der Glaube verstärkt in der Gesellschaft. Wenn ich mit Polen rede, die können ganz klar benennen, ja, das war eine Fremdherrschaft, da ist das und das passiert und die haben die Ideen eingesperrt und so weiter. Das heißt, sie haben ein Narrativ, eine Sprache, die sich gegenüber dem Staat ein Gegenüber herstellt. Wenn ich mit Russen rede, die haben in Zypach-Armeen, wo ich wohne, nicht Salzburg würde ich gerne wohnen, wohne ich aber nicht, in Zypach-Armeen, wo ich wohne, da haben wir von 1000 Einwohnern, 10.000 Einwohnern 1.000 Russlanddeutsche. Und wenn ich mit denen rede, 70 Jahre Kommunismus, Zerstörung der Religion, die haben keine Sprache. Wenn ich da die stalinistischen Terror anspreche, dann schauen die sich so verlegen an und sagen, ja, da war der Onkel sowieso, den hat er, glaube ich, abgeschleppt. Punkt. Themawechsel. Sie haben kein Narrativ, keine Erzählung. Gut, so viel als dass ich ein bisschen abgeschweift bin. Wir haben jetzt eine andere Tradition der Menschenrechte, die auch schon wirksam war in der UNO 1948. Würde kommt nur dem individuellen menschlichen Willen zu. Also die Würde ist nicht mehr gebunden an die menschliche Natur, sondern an seinen freien Willen. Das hat eine eigene Tradition. Giovanni Vico della Mirandola, der große Renaissance-Philosoph, da groß ist er nicht, aber ein Renaissance-Philosoph, hat folgenden Satz getätigt. Du wirst von allen Einschränkungen frei, nach deinem eigenen freien Willen, dir selbst deine Natur bestimmen. Ja? Im Grunde ein Vater der Gender-Theorie. Wichtig ist Huxley in diesem Zusammenhang. Er war der Gründer der UNESCO, Bruder sein Bruder hat schön Neue Welt geschrieben. Sie wollten was ergänzen? Okay. Und dieser Begriff der Menschenrechte, der sich auf diesen freien Willen stützt, setzt sich jetzt durch. Und das führt zu, sozusagen, mehr oder weniger beliebigen, zu einer völligen Subjektivierung des Menschen. Und alles, was der Mensch sich will, ist mit Würde ausgestattet. Ja? Und es ist dann mehr oder weniger ein Konkurrenzkampf in der Gesellschaft um diese Würde und diese Willen da. Es hat keine Grundlage mehr, keine gemeinsame. Reproduktive Rechte, sexuelle Rechte, Rechte auf ein Kind, Rechte auf selbstbestimmtes Geschlecht, Identität, Recht auf Inflation, Recht auf selbstbestimmtes Sterben, ist überall vorhanden jetzt. Und ich möchte es jetzt schon verweisen, bitte sich das zu merken, Gregor Pupping, ein französischer Jurist, hat ein Buch geschrieben, Le droit de l'homme dénaturé, in dem er diese gesamte Rechtsentwicklung schildert. Mit unglaublich vielen Verweisen, dass dieses Buch ist ein absoluter Schatz. Und es wird Frühjahr nächsten Jahres bei BE und BE erscheinen, auf Deutsch. Bitte sich das zu merken. Das ist der Verlag von Heiligenkreuz, Kloster Heiligenkreuz.
Dieses Buch werden wir auch versuchen, unter Politiker, Bischöfe und so weiter zu bringen. Wir hoffen, dass dieses Buch eine nachhaltige, unterschwellige Wirkung in unserer Gesellschaft hat. Ja, jetzt kommt das Bundesverfassungsgerichtsurteil 2020, jetzt im Februar. Ich greife ein paar Sätze raus. Jetzt hier wird der 2. Paragraph 217 StGB bei geschäftliche Beihilfe zum Suizid gekippt. Und dann kommt hier selbstbestimmte Verfügung über das eigene Leben, unmittelbarer Ausdruck autonomer Persönlichkeitsentfaltung, letzter Ausdruck der Würde. Das heißt, es wird hier nicht nur nochmal betont, diese Freiheit, das zu tun, sondern es wird gehypt, es wird heroisiert. Ja, das heißt, es wird hier ein Standpunkt eingenommen, den bisher nur ein ganz, das gibt es in der Literatur, gibt es so einen Strang von der Verherrlichung des Suizids. Man fragt sich, was sich da im Tod entfaltet, wenn jemand nicht mehr ist. Ja. Und letzter Ausdruck der Würde, also unglaubliche Heroisierung des Suizids. Scheidung des eigenen Lebens zu erleben ist grundlegender Ausdruck der Selbstbestimmung und Eigenverantwortung. Sozusagen. Hier nehme ich mein Leben in Verantwortung, es zu vernichten. Ja. Es ist nicht auf bestimmte Krankheitsphasen beschränkt. Es steht in jeder Phase menschlicher Existenz, also völlig klar, es wird nicht sein ab 18, es wird früher sein. Wir haben ja gerade im medizinischen Bereich schon Rechte, die ab 14 gelten und so weiter, es wird früher sein. Kann man sich sicher sein und es wird hier sozusagen einfach die Niederlande, Belgien, Luxemburg, Kanada in einem Schwung überholt. Eine Bewertung der Beweggründe ist dem Freiheitsgedanken des Grundgesetzes fremd. Verwurzelung des Rechts auf selbstbestimmte Sterben der Menschenwürde Garantie. Also sehen, die Menschenwürde wird entsprechend definiert und dann ist mit der Garantie dieser Definition das so verbunden. Keine weitere Begründung, keine Rechtfertigung. Das heißt, im Grunde, wenn ich jetzt ein Verfahren habe, wo ich das prüfe, den Suizidwunsch, darf ich eigentlich nicht einmal nach den Beweggründen fragen. Eigentlich darf ich nur feststellen, ist der zum Zeitpunkt X geschäftsfähig und wenn er zum Zeitpunkt 3 Monate später immer noch geschäftsfähig ist, dann ist die Sache gelaufen, dass, wenn man das Urteil so nimmt. Anerkennung des Rechts auf Selbsttötung schließt Anerkennung der zugrunde liegenden Motive mit ein. Also es ist nicht nur das, dass man sie irgendwie respektiert, sondern man muss sie anerkennen, muss man vorstellen, das ist auch noch mit einer Anerkennung verbunden. Also es darf keine Maßstäbe der objektiven Vernünftigkeit geben. Maßgeblich ist der Wille des Grundrechtsträgers frei von religiösen Wertvorstellungen. Ja, und jetzt kommt die Positivierung dieses Rechtes, ja, den Anspruch auf dem Raum, dass der Staat auch Sorge dafür hat, dass das auch wirklich geschehen kann, dieser Suizid. Das Recht des Einzelnen mit Unterstützung Dritter aus dem Leben zu scheiden, braucht faktisch hinreichenden Raum zur Umsetzung. Ja, sozusagen die Gesellschaft ist einer Bringschuld für die Möglichkeit, sich zu suizidieren. Ja. Das erfordert konsistente Ausgestaltung des Berufsrechts der Ärzte, der Apotheker, Anpassungs- und Betäubungsmittelsrechts. Das werden also gerade die Ärzte, die ja im Standesrecht auch sehr in den verschiedenen Bundesländern Standesrecht klare Regeln haben, da wird gesagt, nee, geht nicht. Es geht auch nicht so, dass in Berlin ein lascheres Standesrecht herrscht als in Hannover. Das Territorial, dass das irgendwie territorial unterschiedlich ist. Und die Ärzte werden jetzt an die Knute genommen. Man kann nicht einfach sagen, ich als Arzt schütze nur Leben. Ja. Natürlich steht auch drin, niemand kann verpflichtet werden, sich daran zu beteiligen. Aber der Arztstand als solches wird hier grundlegend unterminiert, wenn man so will. Ja. Drittes Reich. Bitte? Drittes Reich, sag ich. Ja, klar. Oder auch hier, DDR, ich habe das in der Hand gehabt, dass über Ärzte, die haben dem Sozialismus zu dienen, nicht dem Menschen. Und jetzt kommt auch ein wichtiger Satz, die Entscheidung des Einzelnen, dem eigenen Leben entsprechend sein Verständnis von Lebensqualität, Sinnhaftigkeit des eigenen Existenz ein Ende zu setzen, ist als Akt autonomer Selbstbestimmung von Staat und Gesellschaft zu respektieren. Hier geht das Gericht eigentlich über seinen Bereich hinaus. Und er sagt auch noch, wir müssen das als Gesellschaft akzeptieren. Damit ist im Grunde
unsere Position schon wird aus dem Diskurs ausgeschlossen. Ja? Man kann im Grunde sagen, ja, das ist die neue Normalität. Wir haben ja lauter neue Normalität. Jetzt haben wir mit Covid-19 wieder nochmal eine neue Normalität. Also neue Normalität, wir haben es ja eh schon auch vorgeführt. Also Verfassungsväter sind ja eigentlich nicht mehr selber verfassungskonform nach heutiger Sicht. Und das bedeutet dann, kann die Frau Maischberger sagen, nee, laden wir nicht ein, Leute wie Bundesverband Lebensrecht, weil das ist nicht mehr, das ist jetzt neuer gesellschaftlicher Konsens. Kann man aus dem Diskurs ausgeschlossen werden. Das Gericht hat zwar jetzt nicht de jure die Macht, aber es ist eine Art weiches Recht, das hier besetzt wird. Gut zu erwarten ist, dass der Gleichheitsgrundsatz in Bezug auf Tötung auf Verlangen, das ist also nicht mehr zu halten. Es wird selbstverständlich die Euthanasie gegen die aktive Euthanasie, das ist die logische Folge, ist jetzt alles, ich kann aus meinem persönlichen Leben sagen, wir haben schon in der Familie in den 70er Jahren am Mittagstisch diskutiert, welche Folgen das mit der Abtreibung hat und so weiter. Also diese slippery slope, die schiefe Ebene, alle Vorhersagen treffen eigentlich überein, weil es eine innere Logik gibt. Und diese innere Logik, die geht einfach weiter. Das ist in jeder Gesellschaft so. Ja. Auflösung des Autonomiearguments. Jetzt wird auf die Autonomie abgehoben. Das war schon immer so, auch in dem Briten, in dem Film. Ich klage an vor den Nazis, der die Euthanasie vorbereiten sollte, wurde das so gehypt, die Autonomie, und hinterher wurden dann eben die psychisch Kranken und die geistig Behinderten umgebracht. Ja, die Ausweitung lässt sich nicht mehr verhindern, weil es dann immer kommt, ja, wenn jetzt jemand nicht so willentlich ist, aber es geht ihm ganz schlecht, wieso soll der jetzt nicht sterben dürfen und so weiter. Das ist also alles vorhersehbar. Ja. Einbringen in einer Kultur des Todes als neue Normalität in Krankenhäusern, Kinderkliniken, Psychiatrien, Gefängnissen und Altenheimen. Und da bitte ich Sie alle, doch mit dran zu denken. Und das ist meine Frage auch an alle. Was können wir tun, um überhaupt noch Institutionen zu haben, in die diese Maschinerie nicht eindringen wird? Ja, was ist mit einem christlichen Altenheim? Können wir uns dagegen wehren? Ja, da muss man sich wehren, ganz einfach. Ja, Sie haben völlig recht, man muss sich wehren, aber werden wir juristisch standhalten können, vielleicht will ich das so mal sagen, dagegen, dass die Frau Müller sagt, sie will jetzt sterben, und ihr Anwalt kommt, sagt, eine Verlegung irgendwo anders hin ist nicht zumutbar, und dass dann Kaffeekränzchen und Abschiedskränzchen gefeiert wird und anschließend kommt der Pfarrer mit seinem Segen und dann wird im Zimmer Euthanasie vollzogen. Ja. Wir haben in Belgien ein Ordenskrankenhaus, Euthanasie. Als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, ist das möglich? Der Papst soll die alle exkommunizieren, die Mönche und so weiter. Ha. Jetzt sehe ich, Sache ist gar nicht so einfach. Ne. Das heißt, ich meine, wir müssten eigentlich Brandbrief verfassen an die Bischöfe, zum Beispiel zum Katholischen, ich bin selber Katholik, wo wir sagen, wir müssen jetzt schon planen, wie wir ein Altenheim, wir müssen das mit Juristen zusammensetzen, planen, wie wird ein Altenheim gestaltet, müssen die Leute müssen unterschreiben, dass wenn sie diesen Wunsch haben, dass sie dann verlegt werden, woanders hin und. Aber das muss genau juristisch geprüft werden. Gibt es einen Schlupfwinkel, um unsere Institutionen noch halten zu können? Ja. Nachlassen prosozialer Kräfte und Kompetenzen in der Gesellschaft ist völlig klar. Sobald etwas anderes eindringt, lassen die Kompetenzen nach. Das wissen wir, wenn Sie heute ein behindertes Kind haben müssen, wer weiß, wohin fliegen für eine neugeborene Operation. Die Chirurgen können es nicht mehr. Es sind immer weniger, die gewisse Eingriffe können, weil die Abtreibung das verdrängt hat. Und auch die soziale Anstrengung wird nachlassen. Ausschluss kritischer Stimmen aus dem öffentlichen Diskurs habe ich schon gebracht. So, wie autonom ist der Mensch nun wirklich? Kann ich das mal jetzt abdunkeln hier? Oder dann machen wir mal Folgendes. Nein, ich möchte gerne das mal abdunkeln. Ich möchte gerne das mal weghaben. Geht das? Achso. Das Bild, ja. Ja, ja. Oder
Oder einfach zuklappen, oder? Vielleicht geht's weg. Einfach zuklappen, aber. So wie ich jetzt den Herrn Vogt kennengelernt habe, wird er dabei bleiben, dass ich nur noch 5 Minuten habe. Und deshalb mache ich das lieber ohne Folien, weil die mich verführen, länger zu reden. Ja? Okay? Für das Abdecken, so ist es gut, die Zeit, die Sie jetzt fürs Abdecken gebraucht haben, die nehme ich mir darauf zusätzlich. Ja, jetzt geht es auch um meine praktische Erfahrung, die jetzt ein bisschen zu kurz gekommen ist. Ich war, wie gesagt, 30 Jahre in der Psychiatrie tätig, bin seit 10 Jahren niedergelassen, war vorher in der Akutpsychiatrie und war ein Jahr in München in der toxikologischen Abteilung rechts der ISA Technische Universität als Liaisonarzt. Und wir hatten praktisch einen Großteil derer, die sich versucht haben, das Leben zu nehmen, ist Tag für Tag dort auf der Intensivstation gelegen. Das waren vor allem die Intoxikationen. Ich habe jeden Morgen sozusagen die frischen Suizidversuche aus München gehabt. Ich habe also doch einige Erfahrungen da vorzuweisen. Die Frage ist der Suizidwunsch kontextabhängig? Ja, nein. Ich kann gleich sagen, er ist massiv kontextabhängig und ich will dazu wenigstens 2 Beispiele bringen. Wir haben ein 80-jähriger Mann mit eingeliefert, er leidet unter Einsamkeit in München, hat über Jahre Kontakt gehabt mit Gesellschaft für humanes Sterben in Augsburg und hat mit denen korrespondiert, und weil er dachte, naja, eines Tages will ich nicht mehr, und die haben ihm auch Gift geschickt und er hat dann versucht, sich damit mit diesem Gift das Leben zu nehmen. Und ich habe dann mit ihm geredet, das war so Kurzzeitpsychotherapie, Leute waren da einige Tage da, wurden dann in die Psychiatrie verlegt, und in Gesprächen kam dann zunehmend raus eine Wut und Verbitterung gegenüber diesem Verein. Er sagt, dieser Verein hätte ihn auf die Frage des Suizids eingeengt. Und er fühlt sich im Nachhinein von denen benutzt. Ich habe dann bei dem Verein angerufen, damals als junger Assistenzarzt, und habe mich mal ganz naiv gestellt. Ich habe gesagt, hören Sie mal her, ich habe hier einen Patienten, der ist 80 Jahre alt und einsam, der hat sich an Sie gewendet. Ich habe jetzt gar nicht irgendwie erfahren, dass Sie den besucht hätten und versucht hätten, an seiner Einsamkeit zu arbeiten. Die Antwort war, dafür sind wir nicht zuständig. Ja? Das heißt, die Frage ist doch, wo kann man sagen, ich bin zuständig, wo ich kann sagen, ich bin nicht zuständig. Ja? Wenn ich jetzt hier an einen Schalter gehe und will ein Ticket kaufen für die Berliner Verkehrsbetriebe und der sagt, nee, hier bin ich nicht zuständig, sondern es ist ein Schalter weitergehen, dann ist das was anderes. Aber wenn jemand sagt, fühlt sich einsam, möchte sich das Leben nehmen, gibt es da eine Außenposition, aus der ich mich als Mensch rausnehmen kann und dann nur den Suizid unterstütze. Ja? Wenn ich doch weiß, dass der Suizidwunsch kontextabhängig ist. Ja? Und meine These ist, diese Position gibt es nicht. Und das ist jetzt sozusagen die praktische Ebene von dem, was Herr Böhr gesagt hat, auf der philosophischen Ebene. Es gibt diese Supraposition außerhalb des Kontextes nicht. Und wenn dieser Mann sich erfolgreich das Leben nimmt, dann, also ich kann alle nur tun, versuchen, seinen Kontext zu ändern, indem ich mich darum kümmere, dass er weniger einsam ist. Wenn ich das nicht tue, wenn der Tod eindringt als eine reguläre Option, sozusagen eine Institution, ja, dann kommt ein anderer Kontext. Es kommt nicht der Kontext seiner tollen Autonomie, sondern der andere Kontext ist dann eben die Gesellschaft für humanes Sterben. Ja. Oder, anderes Beispiel, Universitätsklinik, auch rechts der ISA in München, Neurologie, eine Bauersfrau, Mitte 70 liegt im Sterben. Sie hat eine schwere Vaskulitis. Das ist ein sehr quälender Erkrankung. Ja. In der Neurologie war ich damals Assistenzarzt. Und die litt sehr und war in Atemnot und es ging wirklich Richtung Tod. Ja. Damals war auch diese ganze Hospizgeschichte noch nicht so ausgereift mit Opiaten und so, wie auch immer. Immer wenn die Verwandtschaft reinkam, die sich völlig hilflos zeigte, die Kinder, geriet sie in Atemnot und Panik. Ja. Die Angehörigen, es war ein Wechselspiel, ne? Angehörigen fühlten sich hilflos und sie geriet in Atemnot und die Angehörigen wurden dadurch noch panischer.
Ja, es kam dann ein erfahrener Seelsorger, den ich gerufen hatte, rein in das Zimmer und es sorgte schlagartig für Ruhe. Der Patienten ging es deutlich besser, weil er einfach diese Situation bereinigt hat, beruhigt hat. Ja. Und wenn diese Frau jetzt die nach der Todesspritze verlangt, weshalb tut sie das? Tut sie das wegen sich? Das war eine bayerische Bauersfrau, die wahrscheinlich auch gläubig war. Tut sie das wegen sich oder tut sie das, damit die Angehörigen endlich nicht mehr so unter ihr leiden müssen? Wer will das unterscheiden? Das heißt, hier steht auch wieder ein anderer Kontext da. Ihr Todeswunsch ist unter Umständen durch den Kontext der Panik der Angehörigen bestimmt. Das Gleiche ist bei Erbsachen. Ja? Das ist der Kontext des Erbes. Ich habe eine Patientin gehabt, wo dann wir mit den Angehörigen geredet haben und dann gesagt haben, ja, sie haben noch 2 Jahre, hat ihre Mutter noch zu leben. Und dann ging das Gesicht runter. 2 Jahre hieß Erbesfutsch. Es ist so, zwar im Schwabenland, ich weiß nicht, ob das so. Auf jeden Fall ist es so, dass, wenn jetzt, ja, das habe ich bei einer Konferenz damals gebracht in Bad Homburg über Suizid, da waren so niederländisch, die waren damals so ganz progressiv mit Suizid. Und als ich mit denen gesprochen habe, und da ich diesen Fall brachte, da haben die mich regelrecht ausgelacht. Die haben gesagt, Herr Spielmann, aber das ist doch gerade die Freiheit, dass diese Frau sich das Leben nehmen will, um das Erbe zu sichern. Ja? Das haben die nicht verstanden. Ja? Aber wir können sagen, es ist Teil des Gemeinwohls, dass wir einen Schutzwall machen, dass Erbe eben kein Grund sein kann, dass sich jemand das Leben nimmt. Kann im Einzelfall natürlich dann de facto sein, aber wir unterstützen das nicht. Wir machen einen Schutzwall. Es darf gar nicht, es muss die Stimmung so sein, dass der Einzelne es gar nicht ins Kalkül zieht. Ja. Gut, also mein Resümee ist, das möchte ich ablesen, das Resümee. Was habe ich da geschrieben? Es ist auch interessant, dass die Niederländer selber sehr gute Studien haben, die zeigen, dass es die Suizidwünsche gerade auf Intensivstationen, Hospizen und so weiter sind sehr, sehr weich. Da geht es immer um Belastung für die Angehörigen, Angst vor Verlust, Ersticken und. Das sind alles weiche Kriterien, die alle behebbar sind. Und die Hospizärzte sagen ja auch, dass zu 95-97% die Sterbewünsche einfach weg sind, wenn man richtig darauf eingeht. Also mein Abschlusssatz lautet, selbstbestimmtes Sterben als unmittelbarer Ausdruck der Menschenwürde ist eine Fiktion. Ich danke Ihnen.